Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, Ende des Monats ist und was bedeutet das? Ja, die neue Loot-Chest ist da. Die werden wir uns gleich wieder zusammen zu Gemüte führen. Die Loot-Chest vom Dezember. Und vorher haben wir natürlich noch die Auflösung von der letzten Loot. Und zwar, da habe ich in den Lostopf gehaut, das Batman oder die Batman Mini-Poster und das Gratis-Comic von der Justice League. Ja, die sind ja aktuell gerade im Kino. Gewonnen hat es der Republic AEG. Ja, schreib mich bitte an per E-Mail, dass ich dir die zwei coolen Sachen schicken kann. Und jetzt geht's los mit der Loot-Chest vom Dezember. Und hier ist sie wieder in voller Pracht. Diesmal wieder andere Öffnungsform. Wundert mich jedes Mal auf neu, warum Loot-Chest das immer wieder umdreht. Aber das soll uns nicht daran hindern, sie aufzumachen. Und natürlich das Lootbook Dezember 2017. Ja, die letzte Loot von diesem schönen Jahr. Der Weihnachtsmann hat uns gesagt, dass du dieses Jahr besonders brav warst. Woher der das wohl weiß? Der erste natürlich sticht uns gleich von South Park, der Stan in die Linse. Ja, ein kleines süßes, sag ich mal, Knuddel-Stanchen von South Park. Ich hätte wohl lieber gern gehabt den Chefkoch oder den Cartman. Für meinen besten Nerd, ja, da gibt es nochmal extra 20% Rabatt, wenn ihr die erste Loot-Chest bestellt, also Xmas Loot von mir für euch. Also bitte, hier ist der Code, hier können Sie das gerne einlösen. Wie geht's hier weiter? Ein cooler Sticker von Loot-Chest, der war schon lange nicht mehr drin. Oh, eine Zungenstange zum Essen und leider ist sie wieder gebrochen. Irgendwie schade, dass sowas immer kaputt geht. Vielleicht, weil ich es nach Weihnachten aufgemacht habe. Müsste vielleicht mein Fehler gewesen sein. Und natürlich passend zu Star Wars eine Kugel für den Christbaum. Die muss ich dann noch ganz schnell aufhängen. Oh, die ist schön. Doctor Who, Sonic Spork. Oh, das ist, viele werden es vielleicht wissen, das ist ein Göffel. Das heißt, ein Löffel und eine Gabel. Ein richtig edles Produkt. Also ein Sammlerstück, würde ich schon fast sagen, ist das. Ein Göffel von Doctor Who. Das T-Shirt heben wir uns natürlich zum Schluss aus, aber jetzt kommt, meine Güte, jetzt kommt doch absolut das Geilste. Ein Super Mario Puzzle mit 500 verfickten Teilen drinnen. 500 Teile vom Super Mario. Alles ist da drauf, sogar nochmal extra ein Poster dabei. Und zu guter Letzt natürlich das T-Shirt. Ja, und passend zum aktuellen Thema, ja, Star Wars Episode 8 ist im Kino und hier haben wir ein A-Wing-Piloten-T-Shirt in Rot gehalten. Absolut krass, diese Box, muss ich sagen. Die Dezember-Box, wirklich richtig geile Sachen drin. Also gehen wir es nochmal kurz durch. Also wir haben das geile T-Shirt von Star Wars Episode 8. Wir haben ein murzgeiles Super Mario Puzzle mit verfickten 500 Teilen. Also das dauert sogar richtig lange, bis man das fertig hat. Also nicht jetzt so richtig lange, aber so, ich sage mal, über den Daumen würde ich abschätzen, eine gute halbe Stunde kann man da schon mal reinstecken, bis das Puzzle fertig ist. Die Star Wars Christbaumkugel, Dr. Who den Göffel, die Zuckerstange, die was leider schon gebrochen ist, und der Stand von South Park, der Gutscheincode, den Sticker und zu guter Letzt natürlich das Lootbook. Ja, das ist es wieder alles und ich muss natürlich wieder was verlosen. Es fällt mir natürlich wieder sehr, sehr schwer, was das sein soll und ich werde es so machen, es ist Star Wars Zeit und Star Wars ist ja in aller Munde. Von mir bekommt ihr dieses Mal das T-Shirt von Episode 8, also das ist richtig geil. Also ich trenne mich wirklich schwer von Star Wars Sachen, aber okay, ihr sollt das bekommen. Und dazu haue ich noch drauf von Doctor Who den Göffel. Ja, was müsst ihr dazu tun? Seid Abonnent von meinem Kanal, gebt einen Daumen nach oben, schreibt unten in die Kommentare, warum ihr genau die zwei coolen Sachen gewinnen wollt. Ja, ihr könnt es auch gerne teilen, das Video, damit auch eure Freunde sehen, dass es dieses richtig geile T-Shirt zu gewinnen gibt. Ja, das soll es jetzt gewesen sein. Wir sehen uns wieder im Loot-Chest Jahr 2018. Ende Jänner sollte die nächste Loot-Chest dann da sein. Was haltet ihr von dieser Box? Könnt ihr mir auch ebenfalls unten in die Kommentare schreiben, dass wir ein bisschen drüber quatschen können. Ich sage danke fürs Zuschauen und darum bis zum nächsten Mal YouTube. Ciao, Baba.